Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Du bist hier auf dem Kanal von Kartoffel LP gelandet und ich würde sagen, wir spielen mal schnellstens weiter. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Wir gucken einfach mal. Wir sind hier in Gasthaus. Okay. Und hier scheint es irgendwie runter zu gehen. Genau. Gucken wir doch mal, was hier so zu holen gibt. Einen Turboäther. Okay. Und hier hinten gibt es bestimmt nichts mehr. Oder? Nö, scheint nicht so. Einfach ein bisschen geschickte Raumgestaltung. Geht's auch. Danke. Gut. Wir gehen mal hier raus. Wir sind in der letzten Folge, nämlich wollten wir, glaube ich, in den Canyon gehen, nach Norden. Und da hat uns Elena abgefangen. Was bist du denn? Oh, ein Schlitten. Okay. Hier ist alles ziemlich abgestellt mit irgendwelchen Wachen. Das Dorf steht jetzt unter Kriegsrecht. Tritt ihn in den Hintern. Hör auf, hier sind Kinder. Eigentlich sollte ich es dir nicht sagen, aber es scheint, als ginge oben im Norden mächtig was ab. Der Präsident kommt auch. Könntest du dich dazu bringen, dich etwas weniger aufzuspielen? Ich mach mal gerade den Popschutz ein bisschen weiter vom Mikrofon weg, anders bin ich so laut. So. Gut. Was sagt ihr hier? Sei bloß nicht wütend, ich tue doch nur meinen Job. Okay, wenn du meinst. Was mit dir? Wer ist das? Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Halt dich einfach nicht an denen auf. Gut, hier scheint auch nichts zu sein. Ich glaube, wir müssen nach Norden. Und das tun wir jetzt auch. Ja! Crank shit. Ein Schlitten. Sagst du mir jetzt was anderes? Entschuldigung. Ich bin erst vor einer Weile los. Es sah aus, als würde es gefährlich werden. Du brauchst jedenfalls ein Snowboard, um den Abhang da runterzukommen. Soll ich es dir beibringen? Jo, vielleicht schon. Richtungstaste nach oben, wieder anfangen, nach links bewegen, nach rechts bewegen, Richtungstaste nach unten, bremsen. Viereck-Taste, Bremse, X-Taste, springen. Richtungstaste R1, linker Rand, rechter Rand, okay. Soll ich es nochmal erklären? Nö, wir versuchen das jetzt. Wir scheinen ja... Darf ich jetzt bitte hier raus, oder wo muss ich hin? Nach Norden muss ich doch, oder? Ah, nee, warte mal. Wir dürfen ja noch gar nicht, wir haben ja gar kein Snowboard. Huh, da hätten wir es beinahe tatsächlich vergessen. Wo gab's denn hier nochmal das Snowboard? In irgendeinem Haus war hier ein Snowboard, ich weiß es ganz genau. War es in dem Haus mit dem Hund? War es hier? Ja, hier war's. Aber er hat uns die ganze Zeit irgendwas anderes angequatscht, glaube ich. Was sagst du uns denn? Gibst du uns vielleicht freiwillig dein Snowboard? Das wäre sehr nett von dir. Ich habe mich auf meinem Snowboard verletzt und jetzt kann ich eine Weile nicht raus. Hey, ich gebe dir mein Snowboard. Danke. Ja, jetzt ist auch endlich die Katze weg. Schlüsselobjekt Snowboard erhalten. Wir können jetzt nach Norden weiter. Oder ist das ein Hund? Nee, das ist eine Katze. War letzte Folge schon eine Katze. Da wird es jetzt wohl kein Hund sein. Das hier ist nämlich ein Hund. Erkennt man doch. Fahr mir nicht in die Schuhe, fahr mir nicht in die Schuhe. Danke. Dafür bist du viel zu lahm. Jetzt dürfen wir aber hier raus. Und das werden wir auch tun. Ich weiß nur nicht gerade wie. Sei vorsichtig. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt snowboarden. Zeit 0,0. Geschwindigkeit 0 km/h. Mal gucken. Wir geben mal Gas. Oh yeah. Aha. Bremsen ging so. Okay, springen ging so. Oh, müssen wir die Luftballons einsammeln? Holy shit, sind wir so schnell. Das hier war ja gar nichts. Oh. Okay, wir sind schon an zwei Dingern vorbeigefahren, an zwei schönen Luftballons. Den hier kriegen wir aber. Sehr schön. Hier sind Schneemännchens. Warum lenkt er nicht mehr? Ah ja, jetzt. Oh, komm schon. Du kannst doch wohl im Bremsen lenken, oder? Ich glaube, so dumm hat sich noch nie einer dran gestellt. Meine Fresse, bin ich so... Nimm ihn doch mit, du kannst dich doch nach hinten fallen lassen. Oh, ich bin so schlecht, Leute. Der ist meiner, yes! Nein! Oh!
Ah, ich glaube. Ja, so geht das auch besser mit den Kurven. Aha. Warum habe ich den Alter, das war gerade richtig provokant. Wir sind so schlecht, Leute. Wir sind so schlecht. So schlecht war bestimmt schon lange keiner mehr. Außer die Rockkartoffeln natürlich. Die sprengt wieder den Rahmen. Und zwar voll und ganz. Bitte sag mir jetzt, dass hier keine Luftballons mehr kommen. Dass wir einfach nur gewonnen haben. Hier ist ein Höhlchen. Da vorne ist ein Luftballonchen. Hüsen. Oh. Das müssen wir jetzt aber kriegen. Yes, wir haben den blauen Luftballon bekommen. Und den grünen. Den kriegen, wie soll man den denn kriegen? Au. Das hat in der Birne ein bisschen wehgetan. Das kannst du keinem sagen, wie das wehgetan hat. Oh, das war ein übelster Mega-Fail. Das auch. Man kann nicht so schlecht sein beim Snowboardfahren. Man kann nicht so schlecht sein. Wenigstens haben wir den. Und den. Den haben wir nicht. Aber dafür den. Oh Gott, wie kann man nur so schlecht sein? Bestimmt gibt es irgendwas Tolles, wenn man hier ein bisschen besser ist wie ich. Aber jetzt fahren wir so drauf zu. Dankeschön. Wie weit ist denn das hier? Wie lange braucht denn ein normaler Mensch für das hier zu schaffen? Bestimmt keine 3 Minuten. Holy shit! Okay. Das heißt, wir müssen uns den Weg hier durchbahnen. Hallo Baum. Ich wollte unbedingt den Luftballon haben. Das gibt's ja nicht. Da hinten ist noch einer, glaube ich. An dem sind wir jetzt schon vorbei. Ho! Leute, warum tut ihr mir sowas an? Ja, genau, ich kann noch nicht mal ausweichen. Ist richtig so. Bitte lasst mich. Gott, wird diese Folge so zugeflamed werden von... Wir fällen einfach jeden Baum. Genauso machen wir's. Wir fällen einfach jeden vermaledeiten Baum. Juhu, wir sind durch das Gebiet durch. Das glaubt mir Kai. Na... Also wenn ich mir jetzt recht überlege, waren mir diese... Waren mir diese, diese Random Files dann doch lieber. Weil bestimmt kommt da unten jetzt gleich ein Mega... Ist das groß, Alter. Bestimmt kommt da unten jetzt gleich der Mega-Boss-Fight gegen Eis und so. Aber wir haben für alle Feuer ausgerüstet. Das ist sehr gut. Falls es denn soweit kommen sollte. Ich hoffe es einfach nicht. Oh Gott, links oder rechts? Wir gehen den rechten Weg. Nicht falsch verstehen. Bitte versteht es nicht falsch. Ich sollte vielleicht weniger labern und mich mehr konzentrieren. Spielen wir jetzt hier, wie hieß das denn? Ja, genau. Gut, das schaffen wir so und so. Und dann so und so, ja. Sehr gut. Wie soll ich den denn bitte ausweichen? So, da vorne rollen sie jetzt gleich wir. Dem sind wir aber gekonnt ausgewichen. Da sind wir ein bisschen gegen die Wand. Und hier sind wir voll gegen Felsen. Yes! Sind wir jetzt fertig? Bitte sag mir, dass wir fertig sind. Jetzt gehen wir mal den linken Weg. Weil der bestimmt sowieso viel toller ist. Oh mein Gott! Und viel steiler. Dürfen wir jetzt nochmal weiterfahren, bitte? Also irgendwie finde ich das gerade ein bisschen langweilig. Tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss, aber... Seht ihr, da verliert man voll und ganz die Kontrolle. Aber es gibt bestimmt auch keinen, der so schlecht ist in sowas wie ich. Die Steuerung hier finde ich nämlich jetzt nicht so bra... Seht ihr, ich höre lang auf zu lenken und dann lenkt er immer noch weiter. Natürlich. Achso, bremsen können wir ja auch noch, stimmt ja. Gott, danke. Danke, lieber Gott, danke. Bestimmt hat bisher jeder diese Stelle geliebt in diesem Spiel, außer ich. Irgendwie mag ich die nicht so. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt angekommen. Ugh.
Oh Gott. Wir haben's irgendwie geschafft. Sind alle in Ordnung? Natürlich. Ja, irgendwie. Also, wo sind wir gelandet? Wir sind ziemlich weit gesprungen. Oh ja, wir haben die Karte, stimmt's? Zieh dir die Karte an, indem du die Viereck-Taste drückst. Es ist echt kalt. Wir erfrieren, wenn wir noch länger hier bleiben. Wir sollten verschwinden. Viereck drücken wir. Oh oh, wo sind wir denn hier jetzt? Ich denke mal, wir sind von... Wo sind wir denn gekommen? Ich hab keine Ahnung, wir gehen einfach in irgendeine Richtung. Go, go. Ah ne, warte mal, hier ist ein Baum. Da ist doch bestimmt irgendwo ein Baum eingezeichnet. Da ist ein Baum. Hier, rechts, wie soll ich das euch jetzt zeigen? Hier ist rechts der Berg und links davon ist ein Baum. Das heißt, wenn wir nach oben gehen... Okay, wir gehen jetzt nach oben. Oder irgendwie in die Richtung, keine Ahnung. Wir werden schon gleich irgendwo ankommen. Und natürlich direkt mal in einen Fight verwickelt. Genau. Gegen was denn? Gegen komische... Hä, gegen die haben wir doch schon mal gekämpft. Wie viel Damage macht er bitte? Ja, genau. Ja, genau. Bitte, mach mehr Damage. Zack, tot. Oh mein Gott, wie OP sind denn diese Gegner? Warum sind wir so OP? Finde ich gerade ein bisschen traurig. Aber egal, okay. Lassen wir uns das alles gefallen. Bloß jetzt nichts übersehen. Warum ist hier so ein langer Gang? Bestimmt nur, um Random Fights hervorzurufen. Und hier können wir bestimmt irgendwie oder auch nicht. Gut. Gebe ich's einfach auf. Nach unten können wir auch nicht. Wir müssen einfach immer schön von rechts nach links durchlaufen. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wo wir jetzt sind. Oh, nee, Viereck war die Karte. Jetzt sind wir... Da, okay. Ihr seht ja da diesen Fluss mit dem Baumstamm oben drüber. Gehen wir jetzt einfach mal hier drüber. Und dann ein bisschen weiter nach oben. Denn da oben ist so ein Häkchen und da möchte ich, glaube ich, hin. Wenn ich das richtig weiß. Von wo? Ah, von vorne. Okay. Wie viel Damage machst du denn? Oh, das ist ja viel. Oh, ihr könnt zweimal angreifen. Könnten sie vielleicht noch ein drittes Mal angreifen? Natürlich, wir haben gemisst. Sehr schön, ja. Ja, natürlich. Irgendwas muss doch treffen, oder? Hä? Sind die irgendwie immun gegen normale Angriffe und ich kann die nur mit Zaubern töten oder sowas? So scheint's mir. Okay, okay. Wir wissen, das ist ein schlechtes Zeichen. Das heißt, wir sollten vielleicht maybe Eis auf die drauf machen, weil die so rot aussehen. Deswegen könnte es sein, dass Feuer deren Stärke ist. So können wir sie auf jeden Fall treffen. Und jetzt kommt Rocky mit seinem Blitz. Und das könnte ihn eventuell schon in die Knie zwingen. Doch, tut es. Gut. Dann ging das ja doch relativ einfach. Und ich finde Rockys Schwert doch sehr imposant. 2000 für die Viecher. Das ist aber viel, finde ich. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Aber ich finde das viel. Diesmal laufen wir mal oben am Bildschirmrand vorbei. Um zu zeigen, dass überhaupt nichts Gefährliches ist. Und hier ist doch was Gefährliches. Wer hätte es gedacht? Ach Gottchen. Was bist du denn? Was seid ihr denn? Schüssen, schüssen. Faszination. Was wird das denn? Du willst Tifa faszinieren? Oh, mit einem Herzchen. Guck mal, ein Herzchen. Was wird das denn? Jetzt Tifa, mach keine Dummheiten. Stirbst du? Bremsen? What? Alter, Tifa, mach doch jetzt nichts Dummes. Wir brauchen dich doch, Tifa. Bist du behämmert?
Bist du noch ganz gut im Kopf? Du kannst mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass die uns fertig macht. Die macht uns fertig. Und zwar eiskalt. Jetzt sind wir tot. Jo, Rocky ist down. Down, down, down. Warum? Oh Gott! Was ist das denn? Barrett, mach doch irgendwas. Wir müssen einen Heiltrank reinwerfen. Da ist er. Wir brauchen einen Heiltrank. Heilung auf alle. Geh doch down, du Drachenvieh. Alter. Also solche Probleme hatte ich ja schon lange nicht mehr. Ist ja ekelhaft. Jetzt nur auf Barrett, okay. Der ist vergiftet. Das heißt, wir müssten so langsam mal was dagegen tun. Aber ich glaube, wir können dagegen nicht viel tun. Feuer, wir haben Feuer bei. Alter, das Ding macht so viel Damage! Tifa, mach jetzt sofort! Hast du gehört? Sofort! Dein kleines, hässliches Schissel-Pupissel. Los. Ja, das bringt dir relativ viel Shit. Bitte, Barrett, mach sie jetzt einfach kaputt. Du sollst sie kaputt machen. Danke, danke. Rocky liegt daneben im Schnee wie so ein Besoffener. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ist auch nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Seht ihr, da bekommen wir sogar die Phönixfeder. Die benutzen wir auch sofort. Und während ich das mache, kann ich ja schon mal ein bisschen abmoderieren. Es hat mich natürlich wieder mal sehr gefreut, dass du heute zugesehen hast. Wo ist der Trank? Da oben ist der Trank. Und ich hoffe, dass du auch morgen wieder einschaltest zu Final Fantasy 7. Wir heilen hier gerade alle voll. Und zwar mit unseren letzten Tränken, okay. Und zwar mit unseren letzten Tränken. Und dann würde ich auch schon sagen, das war's. Ich wünsche einen wunderschönen Restnachmittag. Bis morgen. Auf Wiedersehen.